Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Teil XYZ52312. Wandverdeffelung mit integrierten Kästen, Eisen, allem Möglichen. Jetzt sind wir soweit, ich schleife die Fächer für die integrierten Wandkästen und dann wird es geölt und dann werden die Töpfbänder gebohrt und die Topfbänder. Ich bohre nämlich jetzt in Zukunft auch viel Töpfbänder ein. Das ist eine Spezialität, das beherrsche, glaube ich, nur ich. Also ich wünsche euch viel Spaß. So, Topfbänder bohren in der Tür ist an der Reihe. Hierzu schaue ich mir immer natürlich die Fläche an. Ich bohre die Topfbänder auf die Seite, die nicht so schön ist. Oder ich achte auf den Ausriss. Hier ist wenig Ausriss. Hier ist viel Ausriss, aber die Fläche ist nicht schön, weil das hier eingeflickt ist. Aber durch die Phasefräsen bekomme ich diesen Ausriss weg. Daher leider muss diese eher nicht so schöne Seite auf sich zeigen. Diesmal habe ich mir das schon schön aufgeteilt mit den Bändern. Letztens war ich bei den Hängekasten zu weit oben. Jetzt gehe ich 13 cm. Dann die Mitte ist 70,7 und hier gehe ich wieder 13 cm. So biegen die Bänder nicht so knapp am Rand. Jetzt überwinkle ich mir diese angerissenen Punkte. Am Streichmaß habe ich mir 2,1, 2,2, 2,3 irgend sowas eingestellt. Mache mir hier einen Punkt und dann bohre ich schon. Also ich rücke quasi 2,2 cm vom Rand weg und bohre so weit hinein, dass ich weiß, dass das Band versenkt ist. Das wird bei jedem Bohrer anders sein. Bei meinem ist es, wenn er bündig verschwunden ist in der... Jetzt bin ich bündig hier. Jetzt weiß ich, das geht sich aus mit dem Band. Reinigen ist wichtig, denn wenn nicht gereinigt ist, dann ist das nicht gereinigt. Jetzt nehme ich mir das Band her. Halte mir das im Winkel. Diesen Bohrer habe ich euch schon gezeigt, so ein Zentrierbohrer. Halt mir das hier, manchmal kann es auch sinnvoll sein hier, im Winkel hat man mehr Auflagefläche und dann bohre ich mir das ganz leicht nur an. Also hierher, in Winkel und dann kurz anmarkieren und das war's. Also anmarkieren, nicht so anmarkieren, wie es ein Hund machen würde, das war ja klar, oder? Ich habe vorne beim Haus die Holzfassade gemacht, da haben die Katzen viel anmarkiert. Das war sehr angenehm, war ein schöner Geruch. So, und jetzt überreiße ich mir das in den Korpus hinein. Hierzu ist es sinnvoll, wenn man diesen Strich noch hier sieht. Also, den habe ich mir mit dem Winkel übertragen und hier habe ich gebohrt auf 2,2. Und das ist ja genau die Mitte vom Topfband. Jetzt fixiere ich mir hier unten eine Platte. Ein bisschen was lege ich bei. Ich will nicht, dass das Dürrl bündig ist, sondern es steht rundherum ca. 2,5 mm zurück. Und jetzt stelle ich mir das hier auf und es würde auch jetzt so gehen. Stellt euch vor, es wäre das Band mit dem Blättchen hinten jetzt hier angeschraubt. Dann lege ich mir hier hinten 3 mm bei, halte es und schraube das an, wenn man das so kann mit einer Hand schrauben. Also ich mache das normal immer so, aber jetzt zum Herzeigen die etwas einfachere Version. Ich überreiße es mir diesen Strich in den Korpus hinein und dann gibt es so Schablonen von Blum zum Beispiel, die legt man sich hierher, dann verlänge ich mir das ein wenig, dass ich es gerade habe und mit diesem Pfeil hier muss ich jetzt genau hier die Mitte von dem nehmen und dann kann ich mir die zwei Markierungen mit einem Spitzbohrer anreißen und habe die genau herinnen. Mit diesem Spitz hier bin ich jetzt genau am Bleistiftstrich und dann muss ich mir diese beiden Löcher hier anzeichnen. So muss ich mir aber jedes Dürrl herhalten und die Striche machen. Wie gesagt, mit den anderen Systemen, wie ich es mache, ist es wahrscheinlich nicht so genau, aber es geht einfach schneller. Ich stelle mir das her, schraube es an. Falls ich ein Blättchen verzogen habe, stelle ich es mir gerade ein. Die sind ja in allen möglichen Richtungen verstellbar. Aber das ist jedem selbst überlassen. Das hier ist auf jeden Fall der sichere Weg. Man braucht so eine Schablone um ein paar Euro oder man macht sich selber was mit dem Streichmaß, einen Ritzer. Alles ist möglich. Warum gebe ich drei Bänder bei diesen Türen? Weil sie meiner Meinung nach zu groß sind für zwei. Und dann in der Mitte eine Spannung eventuell haben wir, denn diese Birkenplatten sind nicht gerade. Und mit dem Band kann ich sie ein wenig hin und her ziehen, hoffe ich.
Aber da gibt es sicher eine Liste, wo steht, ab wann ein oder zwei, drei, vier, fünf, sechs Bänder genommen werden müssen. Aber ich mache das einfach nach Gefühl. Jetzt müssen mich die Menschen nicht mehr fragen, Manuel, warum nimmst du drei Bänder? Jetzt kommt eine Phase an die schönere Seite oder an die Außenseite, eher meistens die mit den meisten Ausrissen. Hätte ich beim Schneiden mehr aufpassen sollen, aber man kann nicht alles haben. Wenn die Phase angefräst ist, spanne ich das wieder nieder, um mit der Bandschleife schön die Kanten zu schleifen. Hierzu braucht man ein wenig Gefühl, um die Kante nicht vernudelt, also schief, nicht mehr im Winkel und zu viel an einer Stelle weg, und muss da ein wenig Gefühl dafür haben. Ich hatte es am Anfang auch nicht, aber die ersten 1000 Laufmeter Kantenschleifen haben mir dann ein gewisses Gefühl gebracht. Jetzt wird es noch mit dem Hupfer geschliffen und dann durch mit dem Schleifbackel die Phase schön schleifen und dann kann ich ölen. Die Leibung wird jetzt gestrichen vom Türstock, also vom Türauslass. Das zweite Mal wird jetzt gestrichen. Das erste Mal ist getrocknet über Nacht. Dann habe ich es mit 220er Papier geschliffen, also quasi Lack geschliffen, sofern man das sagen kann bei dieser Lasur auch. Und jetzt wird es das zweite Mal gestrichen. Dann kann ich es das nächste Mal, wenn ich wieder Zeit habe, montieren, denn dann ist die Farbe trocken. Am Schluss, wenn man es gestrichen hat, eine Fläche immer mit dem Pinsel durchziehen, damit es wirklich eine schöne, gleichmäßige Fläche wird. Jetzt kann man den Stock montieren. Eigentlich die Verblendung der Leibung oder so. Auf jeden Fall ist die Farbe getrocknet, ich kann ihn montieren. Wie montiert man so einen großen Stock, wenn man nur alleine ist und sich keine Hilfe nehmen will? Denn sich Hilfe zu nehmen ist immer ein psychologisches Problem. Man montiert den Stock in Einzelteilen, also nicht zusammengebaut. Links habe ich mir schon ein aufrechtes hingestellt, rechts werde ich mir das herstellen. Wenn es nicht hält, hat man zufällig neben was stehen, das später hierher kommt. Das habe ich offen gelassen, damit ich mit dem Schaum hinein kann. Dann stellt man sich das so hin. Das könnte auch ein Problem werden. Hier sollte ich mir das auch wegnehmen, damit ich mit dem Schaum, so wie auf der anderen Seite, gut dazu kann. Aber wenn ich das so auf die Seite gebe und hier ein paar Tropfen Schaum gebe und dann das mit einer Zwinge hier andrücke, sollte das genauso reichen. Und das obere Stück werden wir jetzt hineingeben. Und der Stock ist montiert. Jetzt fehlt nur noch der Schaum. Oben habe ich Luft, ja. Und hier, dieser Stock ist ja überhaupt sehr einfach zu montieren. Ich kann hier überall Schraubzwingen ansetzen und hinten einen Backel geben und dann mit der Schraubzwinge an die Backel anpressen, damit ich gerade bin. Und das werde ich jetzt machen. Auf die Plätze. Diesen aufrechten werde ich jetzt als erstes fixieren. Hierzu ist aber wichtig, zu schauen, ob der obere hier nicht etwa auf muss. Denn wenn ich das jetzt hier fixiere und der muss hier auf, ist es blöd. Das hört sich jetzt alles sehr kompliziert an. Ich kenne mich ja selbst kaum aus. Hier habe ich 3,8 und hier habe ich 4. Also hier habe ich 4, drüben 3,8. Das heißt, hier passt es und drüben gehe ich dann einfach mit 2 mm, lege ich mir unten bei und gehe ein wenig auf. Das hier gebe ich ein wenig nach außen. Und oben sollte ich mir eine größere Zwinge holen. Das sieht sehr gefährlich aus. Obwohl, was kann passieren? Jetzt Schaum. Immer ein wenig zusammengehen, dass der Schaum auch Halt hat. So. Und jetzt hier einfach eine Zwinge ansetzen. Schön hinten andrücken. Mit einer Schraubzwinge, mit einem Winkel kontrollieren. Passt ganz genau. Exakt. So. Okay.
Hier unten kann man gut sehen, das Plastik, was ich hineingegeben habe, als Beilage, damit ich höher komme. Das ist hier angezwingert jetzt. Der Schaum hat schon gezogen. Hier bin ich dicht. Und hier hinten passt die Luft auch. Jetzt sind die äußeren quasi fertig. Und jetzt werde ich das oben niederschrauben, also verbinden mit dem, dass hier die Luft dicht ist. Dazu gebe ich eine 6x80 Tellerkopfschraube. Jetzt bin ich unten schön dicht. Wenn man selber nicht ganz dicht ist, ist es wenigstens von Vorteil, wenn seine Türrahmen und so weiter zu Hause dicht sind. Bei Besuch kann man sagen, hier, schaut her, lieber Besuch, alles ist dicht. Bei mir nicht 100%, aber die Masse an Dichtheit im Haus gleicht dann die eigene Undichtheit schon sehr stark aus. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Hier oben ist es jetzt so, mit einem Zwinger wäre es etwas umständlich. Jetzt habe ich hier zwei Schrauben angesetzt, werde mir die 3 Meter Wasserwaage Latte drüberlegen und werde mit den Schrauben so lange auf Zug gehen, denn das hängt ja durchs Eigengewicht durch, bis ich gerade bin. Die Waage passt sowieso, also die Waage war mir auch relativ egal, es geht um den Türstock, dass hier die Luft passt. Der Rahmen ist sowieso in der Waage und falls er nicht 100% in der Waage ist, ist es immer gut, dass das andere Teil dann quasi schief mitgebaut wird, sonst sieht man das ja. So, jetzt gehe ich da mal rauf mit meinem Schwalbenschwanzschritt. Und jetzt kann ich sehen, das hängt hier circa 5 mm durch. Hier 5 mm circa. Und jetzt ziehe ich die erste Schraube mal an. Jetzt geht es mehr hinunter, bis die Schraube greift. Und jetzt kommt es rauf. Und jetzt passe ich ganz genau die zweite Schraube noch als Sicherheit. Müsste nicht mehr sein. Jetzt kann man aber auch sicherheitshalber zur Wasserwaage einen Blick werfen. Passt auch ganz genau. Und die Luft passt auch ganz genau. Wasserwaage weg. BU-Schaum her.